Um die letzte Stadt der Menschheit in einer unbarmherzigen Eislandlandschaft aufzubauen, müssen Frostpunk-Spieler jede Menge unangenehmer Entscheidungen treffen. Von Kinderarbeit bis zum Kannibalismus. Mit ihrem Society-Survival-Aufbau-Strategie-Mix haben die Macher des wachrüttelnden Antikriegsspiels This War of Mine offenbar einen Nerv getroffen. Über 250.000 Exemplare verkauften die 11-Bit Studios binnen weniger Tage und das völlig zu Recht. Das technisch über jeden Zweifel erhabene Anno im Eis sorgt mit seinen zunehmend widrigen Bedingungen, einer Vielzahl von fragwürdigen bis radikalen Möglichkeiten und verstörenden Szenarios für schlaflose Nächte und ein bitteres Vergnügen. Wie das visuell ähnliche Banner-Saga ist das Survival-Abenteuer Dead in Finland in der nordischen Mythologie angesiedelt. Eine Wikingerfamilie strandet auf einer von Göttern, Bestien und Banditenführer Björn heimgesuchten Insel, auf der sie ums nackte Überleben kämpft. Rollenspiel, Rundenstrategie, Erkundung, Rohstoffproduktion. Dead in Finland mangelt es wirklich nicht an Aufgaben. Entsprechend komplex, hart und erbarmungslos kann es sein. Mit seiner neuen Taktikreihe Total War Saga veröffentlicht Strategieexperte Creative Assembly erstmals Spiele, die keine komplette Epoche oder zusammenhängende Kampagne abbilden. Stattdessen greift man verschiedene historische Ereignisse des jeweiligen Landes auf. In Thrones of Britannia ist das britische Mittelalter an der Reihe. 10 spielbare Fraktionen kämpfen nach bewährtem und komplexem Muster um die Vorherrschaft. Rundenweise werden Provinzen ausgebaut, Diplomatie und Forschung betrieben und Armeen ausgehoben. Kommt es zum Kampf, schaltet das Spiel in eine spektakuläre Echtzeitschlacht um. Unterschiedliche Siegbedingungen, innenpolitische Ränkespiele und zahllose Feinheiten zeichnen das Spin-off aus. Selten war Geschichte so spannend.